Servus, ich bin die Viktoria Schreiner von Maiborn Wolf. Ich bin studierte Business Information Technology und habe das Ganze an der HTWG in Konstanz studiert. Ich arbeite gerade im Umfeld der Elektromobilität. Ich helfe dann Kunden, das Thema voranzubringen. Da bin ich grob als Brückenbauer zwischen IT-Systemen und Geschäftsprozessen eingesetzt. Also grob in dem Umfeld Wirtschaftsinformatik. Ich glaube, das Interessanteste ist, dass man hilft, die Elektromobilität voranzubringen. Das ist, wenn man darin arbeitet, dann fühlt man sich oft so, dass es alles noch ein bisschen Pionierarbeit ist. Also Ladesäulen aufsetzen, wie zahle ich an Ladesäulen, das ist so unterschiedlich. Und da ein Stück weit zu helfen, dass das vorangebracht wird, das ist eigentlich ganz cool. Vor allem auch, wenn das wirklich die Gesellschaft betrifft, weil das ist ja ein gesellschaftsrelevantes Thema. Also wenn es wirklich einem EV-Driver, also das ist ein Fahrzeughalter von einem elektrischen Fahrzeug, wenn man dem wirklich dabei unterstützt, dass das Leben einfach ist, dass man einfacher tanken kann, dann macht das Spaß. Am meisten habe ich profitiert von den informatiklastigen Fächern. Also, wie ist ein IT-System aufgebaut? Wie ist die Architektur? Wie fließen Daten rein? Wie fließen die weiter an ein System? Wie sind Daten aufgebaut? Also, welche Strukturen gibt es? Das sind viele einzelne Punkte, die ich brauche und die ich anwende und die mir helfen, auch meine Arbeit besser zu machen. Klar gibt's, bin ich oft an einem Punkt, wo ich denke, oh, das ist jetzt eine technische Tiefe, die ich so nicht im Studium gelernt habe. An der Stelle muss ich dann hoffen, dass meine Kollegen mir da irgendwie aushelfen können, dass ich dann im Nachgang Kollegen frage oder dass ich dann wirklich Weiterbildungen mache. Also das Studium hat mir erst so ein bisschen grob gezeigt, was gibt's alles, aber dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich alle Informationen habe, das ist überhaupt nicht so. Deswegen muss man echt hoffen, dass man da gut aufgehoben ist und ja, man lernt eigentlich echt jeden Tag. Also ich bin ja bei einem Kunden, der als Produkt einen Ladeservice anbietet. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel als EV-Driver, also als Fahrzeughalter von einem elektrischen Fahrzeug, eine Ladestation suchst, dann gehst du auf eine App oder auf eine Webseite und die stellt eben einen Kunden zur Verfügung und sucht, ob es da jetzt verfügbare Ladesäulen gibt. Und dafür fragt er im Hintergrund dann das IT-System an, bei dem ich zuständig bin. Ich bin in dem POI-Team, also Point of Interest. Wir haben alle Informationen über die Ladesäulen, die der Kunde hat. Und der kann dann eben Ladesäulen suchen über die App. Der kann dann halt auch, wenn er vor der Tankstelle ist, einen Ladevorgang starten über eine RFID-Karte oder eine App. Und da wird dann im Hintergrund auch wieder eine Rückfrage gesendet an das IT-System von uns, von dem POI-Team. Darf er denn überhaupt laden? Und dann wird er am Monatsende eine Abrechnung bekommen, an welcher Tankstelle er getankt hat oder an welcher Ladesäule er getankt hat und wie viel ihm das kostet. Und auch da bieten wir dann Informationen, damit man die Rechnung fertig machen kann. Das ist so Grund, in dem Setting befinde ich mich. Und jetzt komme ich dann oft ins Spiel, wenn zum Beispiel das Produkt erweitert wird. Das bedeutet zum Beispiel, aktuell kann der Kunde, also das ist oft ein einzelner Kunde, der dann tankt und dann hat auch bezahlt dafür. Und jetzt ist quasi das neue Feature, das der Kunde bestellt, also das ist quasi die Erweiterung von dem Produkt, dass er auch das für Flottenkunden anbieten will. Also wenn ich als HTWG Konstanz zum Beispiel drei Elektroautos habe, das ist dann eine Flotte und die HTWG Konstanz will auch in Deutschland drei Ladesäulen aufstellen, dann will ich sicher gehen, dass nur diese elektrischen Fahrzeuge von der HTWG
diese Ladesäulen in der App sehen und auch nur die tanken dürfen. Und das ist dann eine Erweiterung, weil ja nicht jeder in der App diese Ladesäule sehen darf. Da müssen wir dann gucken, wie können wir nur berechtigte Leute die Ladesäulen anzeigen und wie dürfen nur berechtigte Leute diesen Ladevorgang starten. Und da kommt dann meine Aufgabe, ich muss gucken, okay, wie schicken wir denn diese Informationen raus, wer darf das nicht und dann im System Anpassungen einsteuern. Da muss ich dann Anforderungen schreiben, die werden dann Entwickler vorgelegt und die programmieren das dann. Und im besten Fall wird dann so alles einwandfrei quasi laufen. Das ist so eine Erweiterung von einem Produkt. Also, ich glaube wirklich, dass es am meisten gebracht hat für mich, tiefer in die IT-Systeme einzusteigen. Und ich habe auch so ein bisschen ein Faible für die Elektromobilität, weil sich da gerade viel, viel dreht. Das sind zwei Dinge, die wunderschön zusammengehen. Und das hat sich jetzt so ergeben, dass ich in einem Softwarehaus bin, das dieses Thema eben, das da Projekte anbietet. Ich glaube, dass da ein Stück weit auch Glück und Zufall mit reinspielt. Also in welcher Stadt will ich später arbeiten? Was gibt es da für Jobangebote? Ich bin jetzt in einem Softwarehaus. Andere Studienkollegen von mir sind bei einem Maschinenbauer gelandet. Andere haben sich selbstständig gemacht. Ich glaube, dass da viele kleine Steinchen irgendwie dazugehören. Und ja, man kann so ein bisschen gucken, auf was habe ich Lust und dann auch gucken, gibt es das da? Und dann fällt alles schon irgendwie in seine Plätze.